Ich darf euch recht herzlich begrüßen in meiner Schnapsbrennerei hier in Sautens im vorderen Öxtal. Ich darf euch recht herzlich willkommen heißen. Hinter mir sehen wir den Aacher Kogel. Der Aacher Kogel ist 3010 Meter hoch. Öxtal ist ja das einzige Tal, das schon am Taleingang mit den 3000ern beginnt. Sautens gehört zur Genussregion Oberländer Apfel und ist natürlich von daher prädestiniert für guten Obstbau. Wir haben im Sommer von sehr früh in der Früh bis spät am Abend Sonne. Das gibt dem Obst natürlich sehr viel Aroma. Das Gerät habe ich jetzt seit 1999. Vorher habe ich beim Kolleg schon brennt. Wir haben auch zu Hause schon eine Schnapsbrennerei gehabt. Wir haben ein Gasthaus gehabt und da war eine Schnapsbrennerei mit dabei. Und damit natürlich das Fallobst und die Sachen aufgeräumt sind, hat man dazu mal eben auch Schnaps gebrannt. Das macht man heute natürlich nicht mehr. Heute verwendet man nur mehr die beste Qualität. Das richtige Obst wäre ja jenes, das zum Essen zu schade ist. Das sollte man eigentlich zum Brennen verwenden. Aber das geht sich halt doch nicht immer raus. Ich bin da der Einzige, der in unserer Gegend da, der eine Kalonne hat. Sie sind halt 99 eingebildet, das war bei uns da noch nicht so. Und ja, beide Anlagen haben auch ihre Vor- und Nachteile. Wir machen ungefähr um die 30 verschiedene Schnäpse. Das ist der Vorteil der Kalonne. Da kann man auch mit wenig Maische einen sortenreinen Schnaps machen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt 50-60 Liter Dirndl habe, kann ich schon einen sortenreinen Schnaps machen. Unser Steckenpferd ist natürlich die Vogelbeere und wie man da sieht, gibt es ja größere und kleinere. Je nach Größe ist natürlich auch der Arbeitsaufwand verschieden. Bei den größeren braucht man vielleicht noch bis zu 50 Stunden für einen Brand und bei den kleineren natürlich schon bis zu 70 Stunden. Und dann bekommt man ungefähr so um die 3 bis 3,5 Liter Schnaps. Und wir befinden uns hier im Maischeraum und darunter haben wir eben Vogelbeer eingemeischt. Wir können da vielleicht aufmachen. Und dann schauen wir mal hinein, hier sind den Vogelbeer eingemeischt. Wichtig ist natürlich, dass alles sehr gut verschlossen ist. Es darf kein Lufteintrag erfolgen, deshalb ist ja auch der Gerstbund drauf. Hier sieht man eine wunderschöne Vogelbeermeische. Und man versucht immer, den Maischekuchen unterzudrücken, damit alles vollständig natürlich schön ausgeht. Die Ausbeute ist ja von vornherein schon sehr gering, darum versucht man hier schon natürlich eben die volle Ausbeute herauszubekommen. Und aus diesen 80 Litern Füllmenge gibt es ungefähr um die 3 Liter Schnaps. Wir sitzen jetzt da in unserem modernen Verkosterraum. Wir möchten eben unsere Gäste hier mit unseren Produkten verwöhnen. Wir haben eher die moderne Variante gewählt, weil die meisten Brennereien eben auf rustikal ausgerichtet sind. Aber ich glaube, auch da fühlen sich die Gäste sehr wohl. Und jetzt gieße ich mir selber einen Vogelbeer ein und ich freue mich auf alle, die uns auf der Schnapsroute besuchen.